Hi Leute, hier ist Heike Hab Christian. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich ziemlich allgegenwärtig finde in der High-Carb-Vegan-Szene, und das ist die Angst vor Medikamenten. Ich habe letztens auf einem veganen High-Carb-Instagram-Account etwas gelesen, das war sowas wie: Ich nehme keine Medikamente, denn meine Erkrankung ist nicht das Resultat eines Medikamentenmangels. Und erstmal finde ich, dass das eine sehr komische Definition von Erkrankung ist, so von wegen, es impliziert ja, dass alle Erkrankungen irgendwie menschgemacht sind, und in der freien Natur würden wir alle perfekt gesund leben, bis wir 1000 sind oder sowas. Zumindest steckt das für mich da irgendwie drin, so als Hintergedanke. Und das stimmt natürlich nicht. Das kommt einfach auf diesen komischen Naturmythos, also dass wir in der Natur alle perfekt gesund sind und dass Tiere ja auch keine Erkrankungen bekommen. Das stimmt nicht. Auch Haie kriegen Krebs. Tiere sind oft von Parasiten befallen. Ich glaube, jeder, der irgendwie eine Katze hat oder so, kann da ein Lied von singen. Und ja, dieses Thema möchte ich einfach mal ansprechen. Dieser Gedanke ist einfach durchweg falsch. Es ist zwar so, dass bei vielen Zivilisationserkrankungen, man denke nur an Typ-2-Diabetes, es laut Studien relativ einfach ist, durch eine Ernährungsumstellung, durch eine Lebensstilumstellung hin zu einer High-Carb-veganen Ernährung, die vollwertig und pflanzlich ist, die auch Sport beinhaltet als Lifestyle-Komponente, es relativ einfach ist, Medikamente für Typ-2-Diabetes oder Statine oder sowas abzusetzen. Aber das heißt dann natürlich nicht, dass das für alle Erkrankungen in der gesamten Welt der Fall ist. Hier sind ein paar Beispiele für Fälle, wo ich durchaus sagen würde, es ist vollkommen okay, Medikamente zu nehmen. Und das soll jetzt nicht so verstanden werden, dass man bei jedem Schnupfen irgendwas nimmt, dass man bei jeder Erkältung irgendwas nimmt. Das sage ich nicht. Ich sage, Medikamente sind ein Hilfsmittel, das man vernünftig einsetzen sollte, wenn man da wirklich drüber nachgedacht hat, und nicht, wenn der Arzt einem für eine virale Erkrankung ein Antibiotikum verschreiben möchte, was passiert, sondern eben in bestimmten Fällen ist es einfach vollkommen okay, Medikamente anzuwenden, meiner Meinung nach. Und nachfolgend werdet ihr jetzt sehen, in welchen Fällen ich das für gerechtfertigt halte. Bei allergischen Reaktionen oder bei einem Asthmaanfall ist die Wahl zwischen Medikament oder Sterben. Und ich denke mal, dass die meisten Leute sich dann wirklich für das Medikament entscheiden werden. Das ist genauso wie bei sehr, sehr vielen anderen angeborenen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Typ-1-Diabetes, die man vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise lindern kann mit einer pflanzlichen, vollwertigen Ernährung. Aber das ist nicht in jedem Fall der Fall. Und bei Typ-1-Diabetes erreicht es ja zum Beispiel nie das Niveau, dass man kein Insulin spritzen muss. Weil da kann man so viel Grünkohl essen, wie man möchte. Die Bauchspeicheldrüse wird nicht einfach so wieder anfangen, Insulin zu produzieren. Da ist man dann einfach auf Medikamente angewiesen oder man hat eben Probleme. Und ich denke, in solchen Fällen, wie eben bei Asthma, allergischen Reaktionen, angeborenen Erkrankungen, würde niemand sagen, man soll keine Medikamente nehmen. In akuten Notfällen, wenn man zum Beispiel einen Unfall hatte, man hat sich irgendwas gebrochen oder sonst was, aber man leidet einfach unter höllischen Schmerzen, frage ich mich auch, was dann letzten Endes der Sinn dahinter ist, kein Schmerzmittel zu nehmen. Ich würde mich zum Beispiel, wenn ich wirklich höllische Qualen erleiden würde, dafür entscheiden, 2 Wochen Schmerztabletten zu nehmen und wieder irgendwie funktionsfähig zu sein. Das muss jeder vor allem bei Schmerzmitteln für sich selber entscheiden, finde ich, weil Schmerzmittel abhängig machen können. Damit sollte man nicht spaßen, man sollte sie nicht unbedingt jeden Tag nehmen. Ihr wisst, Leute, lest die Packungsbeilage, informiert euch einfach und ihr müsst das selber für euch abwägen. Was ist es euch mehr wert, rein zu bleiben und keine Medikamente zu nehmen und natürlich auch die Nebenwirkungen nicht in Kauf zu nehmen, die ja auch wirklich bestehen bei Medikamenten, oder ist es euch wert, die Schmerzen zu erleiden? Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich sage nur, es muss man in der Situation entscheiden. Ich würde es halt persönlich nicht von vornherein ablehnen, auf gar keinen Fall. Zudem sind nicht alle Medikamente gleich von den Nebenwirkungen her, leider auch nicht von den Wirkungen her, aber vor allem nicht von den Nebenwirkungen her. Das müsst ihr auch bei jedem Medikament selber entscheiden. Es gibt Medikamente, die haben relativ geringe Nebenwirkungen. Es gibt Medikamente, die haben sehr, sehr heftige Nebenwirkungen. Da müsst ihr, wie gesagt, eine persönliche Entscheidung treffen, was findet ihr am sinnvollsten, was fühlt sich für euch am besten an. Und deshalb finde ich es halt unsinnvoll, so
pauschal zu sagen, Medikamente sind furchtbar oder so. Wie ich bereits gerade erwähnt habe, gibt es einfach chronische Erkrankungen, die sind angeboren und da kann man, wie gesagt, noch so viel Grünkohl essen, wie man möchte und es klappt nicht. Was ich aber auch dazu zähle, sind Versuche, etwas durch Ernährung zu lindern und es funktioniert halt einfach nicht. Das ist halt bei meiner Akne zum Beispiel so, sie wird stets besser, was aber auch dadurch kommt, dass ich mich irgendwann dazu entschieden habe, Medikamente dafür zu nehmen und dadurch ist es nochmal viel, viel besser geworden als vorher, vor allem vom Schmerzfaktor her, der dahinter steht, nicht nur der seelische, sondern der physische Schmerz, also meine Haut ist zum Beispiel nicht mehr so anfällig dafür, wenn ich von kalt nach warm gehe oder so, dann war das vorher so als, als ob sich das gesamte Gesicht zusammengezogen hätte. Medikamente haben das für mich gelindert und ich sag halt, wenn man irgendwie 3 Jahre probiert hat, das durch Ernährung zu lindern und es funktioniert halt einfach nicht, dann ist es vielleicht doch an der Zeit, mal Medikamente auszuprobieren. Außerdem gibt es Sachen, die durch Ernährung auch sehr, sehr unwahrscheinlich zu lindern sind. Man denke an Krätze zum Beispiel. Nicht, dass es nicht geht. Also es gibt wohl Leute, die haben das tatsächlich geschafft. Genauso wie bei Borreliose. Aber ich würde halt persönlich das Risiko nicht in Kauf nehmen und eher den Weg wählen, der wirklich funktioniert. Genauso wenig wie Straßen oder Autos oder Züge oder Supermärkte sind Medikamente vegan. Medikamente werden im Tierversuch getestet, zumindest wurden sie irgendwann mal im Tierversuch getestet. Wenn sie jetzt auf dem Markt sind, werden die ja nicht wieder kontinuierlich getestet. Und das ist ein Punkt, wo ich halt auch sagen würde, guck dir die Definition von vegan an. Die Definition von vegan laut Donald Watson, laut der veganen Gesellschaft, also der internationalen Vegan Society, ist, dass Veganismus eine Philosophie und Lebensart ist, die versucht, so weit wie möglich und praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit an Tieren für Essen, Kleidung oder andere Zwecke, Medikamente, zu vermeiden und darüber hinaus die Entwicklung tierfreier Alternativen zu fördern. Und da sieht man ja schon, es geht um so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Es ist keine Definition, die in Stein gemeißelt ist und ich sage halt, wenn es für dich aufgrund von irgendwelchen chronischen Erkrankungen nicht möglich ist, am täglichen Leben teilzunehmen und es gibt aber eine Pille, die ist leider nicht vegan, es gibt kein Generikum, das zum Beispiel keine Laktose enthält und das ist wieder so ein Punkt, du musst dann entscheiden, was ist dir mehr wert? Ist es dir mehr wert, auf die 2 Gramm Laktose zu verzichten und dafür am täglichen Leben teilzunehmen? Ich würde sagen, in den meisten Fällen ja. Ich finde, wenn es keine wirklich vegane Alternative gibt und es ist wirklich ein Medikament, das man benötigt, dann sehe ich halt auch nicht den Sinn dahinter, mich dafür zu quälen, weil ich ja zum Beispiel in der Zeit, die ich daraus gewinne, dass ich überhaupt irgendetwas machen kann, veganen Aktivismus betreiben kann. Zum Beispiel, das ist immer eine Abwägung und auch wenn Medikamente irgendwann mal im Tierversuch getestet wurden, was schrecklich ist, muss man halt auch sehen, wir leben in einer nicht veganen Welt und wir können als Einzelner sowieso nur so viel machen, wie wir machen können. Deshalb guck, wie sich das für dich verhält. Ich würde zum Beispiel sagen, ich habe, wie gesagt, Akne-Video hier oben, damals für mich die Entscheidung getroffen, mir ist es mehr wert, dieses Problem loszuwerden nach Jahren, weil irgendwie nichts anderes geklappt hat, als dann zu sagen, es wurde im Tierversuch getestet und ich boykottiere das Essen, verzichte darauf. Das ist eine persönliche Entscheidung und dann einfach zu sagen, es enthält Laktose und deshalb nimmst du das jetzt nicht, das hilft da irgendwie nicht, finde ich. Also, wie ich ja schon mehrfach erläutert habe, für mich ist der Veganismus keine Ideologie, an die ich mich halten muss, sondern es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, das ich in meinem täglichen Leben gebrauche, um Entscheidungen zu treffen. Und dann halt nur zu sagen, irgendjemand anderen, der irgendwie Schmerzen hat oder so, zu sagen, so, die Tabletten sind nicht vegan, also muss hier halt damit leben, ist auch irgendwie auf einer menschlichen Ebene ziemlich fies. Ich hoffe, dieses Video hat einigen von euch was gebracht. Wie seht ihr die Thematik? Gibt es von euch Leuten, die vielleicht Medikamente absetzen konnten durch eine Ernährungsumstellung? Gibt es Leute, die chronische Erkrankungen haben, Medikamente nehmen müssen?
Wie beurteilt ihr die ganze Sache? Also fühlt ihr euch irgendwie schlecht, weil ihr Medikamente nehmt oder so? Was ihr meiner Meinung nach euch auf, ihr sollt euch da auf keinen Fall schlecht für fühlen. Seid ihr so vegan, dass ihr auf Medikamente verzichtet, wenn sie Laktose enthalten, dass es kein Generikum gibt, das laktosefrei ist? Schreibt mir in die Kommentare, abonniert mich gerne, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Ihr seid jetzt über 4040, was ich echt cool finde. Danke dafür, Leute. Ich freue mich über jeden einzelnen Subscriber und wir sehen uns in einem nächsten Video, wenn ihr mich abonniert oder einfach so vorbeischaut, ohne zu abonnieren. Das dürft ihr auch. Wir sehen uns.